Liebe Piraten, begrüßt nicht nur mich, sondern grüßt auch unseren extra eingeflogenen Special Guest, das Terrorstofftier. Ja, danke, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit leiht. Und gerade auf diesem wichtigen Bundesparteitag, auf dem wir unser gemeinsames europäisches Wahlprogramm auch angenommen haben. Und da genau das ist konsequent für eine internationale Bewegung. Es ist das erste Mal, dass wir nach Meinungsumfragen Piraten aus mehreren EU-Ländern in Europa sehen werden, die für unsere Freiheit, Würde und für Teilhabe kämpfen können in Europa. Bravo. Bravo. Das heißt, es könnten so viele Piratenabgeordnete in Brüssel sein wie noch nie zuvor. Und das ist eine riesige Chance, die wir nutzen wollen. Mit so viel Einfluss geht aber natürlich auch eine Verantwortung einher. Wir Piraten stehen für Transparenz, für Würde. Wir sind die Partei der Grund- und der Menschenrechte und der Selbstbestimmung. Und deswegen will ich auch ganz klar zu der gestrigen Entscheidung des Bundeswahlausschusses über unsere Liste zur Europawahl sagen, wer nach der Untersuchung eines unabhängigen Gremiums für sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz verantwortlich sein soll, der kann in keinster Weise im Wahlkampf glaubwürdig um das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler werben und erst recht nicht im Parlament glaubwürdig für unsere Werte, für Menschenrechte und die Würde des Menschen kämpfen. In keinster Weise ist das denkbar. Ich bedauere deswegen außerordentlich, dass unser Plan und alle unsere Arbeit und Anstrengungen zur Streichung dieses Kandidaten von der Liste durchkreuzt worden sind. Und das tut mir auch im Herzen weh, dieses Ergebnis. Ich bin sicher, unser Bundesvorstand wird mit aller nötigen Härte auf diesen Vorgang reagieren und ich wünsche mir auch eine Überarbeitung seiner Stellungnahme auf unserer Webseite. Zur Wahrheit gehört aber auch die einzige echte Handlungsalternative, die wir noch gehabt hätten, wäre gewesen der vollständige Rückzug von der Teilnahme an der Europawahl. Und da haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Wir lassen uns nicht von den Verfehlungen eines Kandidaten, dessen Wahl nach allen Umfragen unwahrscheinlich ist, unsere Arbeit in Europa für die Grundrechte, für digitale Rechte, für unsere Freiheiten kaputt machen. Wir haben da auch eine politische Verantwortung als Partei für unsere Zukunft. Und deswegen überlassen wir in Brüssel nicht das Feld den Parteien, die unsere Werte immer wieder verraten und mit Füßen treten. Europa braucht eine Stimme der Privatsphäre, des freien Internets, der Transparenz, für Würde und für Teilhabe. Und diese Stimme soll nach der Europawahl auch so laut zu hören sein wie nie zuvor. Wir haben basisdemokratisch abgestimmt über unser Motto für diesen Europawahlkampf. Freiheit, Würde, Teilhabe. Und was bedeutet das? Warum kämpfen wir für diese Werte in Europa? Wenn wir erstens für unser Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung eintreten, dann meinen wir damit den Freiheitskampf gegen Massenüberwachung und gegen eine Sicherheitsideologie, die naiv und geschichtsvergessen auf einen möglichst allwissenden und allmächtigen Staat setzt. Wir wissen aber, dass ein Überwachungsstaat nicht sicherer ist, sondern dass wir in einem Überwachungsstaat mit Fehlern und Missbrauch fürchten müssen, dass wir mit einer Schere im Kopf leben müssen, dass wir eine angepasste Gesellschaft herbeiführen, in der jeder versucht, nicht aufzufallen und
seine Freiheitsrechte letzten Endes freiwillig aufgibt. In einer solchen angepassten Gesellschaft ist keine Chance mehr für zivilen Ungehorsam, wie er zum Beispiel gestern im Rahmen von Fridays for Future stattgefunden hat, weltweit. Und deswegen wollen wir eine solche angepasste Überwachungsgesellschaft nicht. Deswegen wollen wir in Europa kämpfen gegen Versuche, über die E-Privacy-Richtlinie eine Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen, gegen Fluggastdatensammlung, gegen EU-Videolügendetektoren, die gerade entwickelt werden, gegen eine Identitätsdatenbank. Das Recht auf Privatsphäre schützt die Machtlosen vor den Machthabern. Und deswegen kämpfen wir dafür. Wir kämpfen für das Recht auf freie Meinungsäußerung im Internet und gegen Upload-Filter und Internetzensur. Keine Algorithmen privater Konzerne dürfen entscheiden darüber, was wir veröffentlichen, worüber wir reden und was wir abrufen können. Ein solches Internet wollen wir nicht. Wir kämpfen gegen Linksteuer, die Fake News Auftrieb gibt, indem es noch schwieriger würde, seriöse Nachrichtenquellen zu verlinken und die Desinformation damit noch Auftrieb geben würde. Und was Julia Reda als digitale Freiheitskämpferin im Kampf gegen Weltkonzerne in Brüssel leistet, wenn es uns gelingen sollte, das Filternet zu verhindern, dann hat sie sich und haben wir uns um die Menschenrechte im digitalen Zeitalter wirklich in historischer Weise verdient gemacht. Und darauf können wir stolz sein. Dass unser Protest und auch spontane Proteste von Menschen in den Städten verhindert hat, dass in undemokratischer Weise die Abstimmung vorgezogen werden sollte, nur um sich die Proteststimmen nicht anhören zu müssen. Das hat mich verdammt stolz gemacht, Pirat zu sein und Gründungsmitglied dieser Partei zu sein. Denn uns ist es mit zu verdanken, dass das gelungen ist. Und deswegen rufe ich der Netzgemeinde zu. Lasst uns Piraten auf sie los, auf die überwachungswahnsinnigen Seehofers Europas, auf die Zensurlobbyisten wie Axel Voss, wie der Chef von Axel Springer oder von Facebook. Wir sind im Europaparlament die Stimme des Rechts auf Privatsphäre und des freien Internets. Lasst uns auf deren Feinde los. Der Kampf für die Freiheitsrechte ist unsere Kernkompetenz. Deswegen würde niemals die Hälfte unserer Abgeordneten für Upload-Filter stimmen, wie das bei den deutschen Abgeordneten der Grünen oder der SPD zum Beispiel der Fall gewesen ist. Niemals. Wir würden niemals der Einführung von Staatstrojanern, die unsere Geräte durchschnüffeln sollen, zustimmen, wie es die Grünen in Hessen getan haben, und keiner Verschärfung des Polizeigesetzes, wie es die Linke in Brandenburg getan hat. Wir sind verlässlich. Und apropos SPD, die Spitzenkandidatin Katharina Barley will doch tatsächlich gegen die klare Ansage des Koalitionsvertrags, dem Upload-Filter, dem Artikel 13 zustimmen, weil es ja nur ein Artikel in der Richtlinie wäre. Unglaubliche Aussage. Ich glaube, die Dame würde ich gerne mal lebenslänglich auf Pizza-Diät setzen. Sie hat übrigens auch abgestimmt im Bundestag für die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung, für das CETA-Konzernabkommen, für eine automatische Diätenerhöhung, gegen Transparenz von Rüstungsexporten. Das ist die Spitzenkandidatin der SPD, und darauf müssen wir die Menschen hinweisen und sie darüber aufklären, was das bedeutet, die SPD zu wählen.
Bei uns Piraten sind die Netzpolitiker auch nicht in der zweiten Reihe, sondern sie stehen ganz vorne. Wir verstehen uns als parlamentarischer Arm der Netzgemeinde und lasst uns auf diejenigen los, die die Menschenrechte im digitalen Zeitalter zerstören wollen. Neuer Präsident der EU-Kommission will doch tatsächlich Manfred Weber werden. Und er hat beste Chancen, dazu braucht nur die Zustimmung der SPD. Wie hat er abgestimmt im Europäischen Parlament? Er hat natürlich auch gestimmt für Vorratsdatenspeicherung. Er hat gestimmt für Uploadfilter, für massenhafte Fluggastdatensammlung und Aufbewahrung für 5 Jahre, für das CETA-Konzernabkommen, gegen Resolutionen, die sich gegen die Folter durch die CIA richten sollten oder die mehr Transparenz fordern sollten. Das zeigt, wir werden gebraucht und zwar noch mehr denn je, wenn ein solcher Mann an der Spitze der nächsten EU-Kommission stehen sollte. Wir Piraten arbeiten unermüdlich und fleißig. Ihr müsst euch nur mal angucken, die Webseite MapScore, wo gezeigt wird, wie aktiv die einzelnen Abgeordneten sind, wie fleißig Julia tätig gewesen ist. Ihr müsst euch nur Abgeordnetenwatch ansehen, dass sie an 98% aller Abstimmungen teilgenommen hat. Übrigens im Gegensatz zu Martin Sonneborn von der Partei, der bei 31% aller Abstimmungen im Europaparlament fehlte. Ich frage mich ernsthaft, wofür bezahlen wir eigentlich Abgeordnete? Dafür, um Satire zu machen oder um uns in Europa zu vertreten? Das heißt ja nicht umsonst Volksvertreter. Die Satire hört für mich da auf, wo man abwechselnd meist abstimmt und dadurch unter anderem zugestimmt hat. CETA, einer Resolution für Massenüberwachung, dem Abkommen TISA, gegen Kritik am E-Privacy Shield und gegen eine Resolution für einen besseren öffentlichen Dokumentenzugang. Und da stimme ich absolut Padelun auch zu von Digital Courage, der sagt, es reicht nicht, sich lustig zu machen, man muss es auch besser machen. Ja. Wir Piraten stehen für die Würde des Menschen, gleich wo er herkommt oder welche sexuelle Ausrichtung er hat. Wir kämpfen gegen Ausgrenzung, gegen Abschottung und gegen Diskriminierung und auch für das Grundrecht auf Asyl. Wir kämpfen deswegen auch gegen die, die die Europäische Union zerstören wollen, die sie zu einer bloßen Freihandelszone degradieren und das Europäische Parlament ernsthaft abschaffen wollen, so das Programm der AfD. Diese Leute wollen zurück nach vorgestern in die Welt unserer Großväter. Und genau gegen diesen Nationalismus und gegen diese Hetze, die letzten Endes auf einen autoritären Staat unter einem starken Mann oder einer starken Frau abzielen, gegen die Leute stellen wir Piraten uns. Wir sehen doch, was das Ergebnis ist. Wenn zum Beispiel in Ungarn die freie Presse eingeschränkt wird, wenn in Tschechien plötzlich maßgebliche Politiker unter Korruptionsverdacht stehen, wenn in Polen gegen die freie Justiz vorgegangen wird. Wir wissen, dass ein übermächtiger Staat zum Missbrauch einlädt und nach sich zieht. Und die europäische Einigung schützt vor dem Rückfall in den Krieg, sie schützt offene Grenzen in Europa und sie schützt unsere offene Gesellschaft. Und deswegen rufe ich denjenigen, die Europa verteidigen wollen, zu: Lasst uns Piraten auf die los, die Nationalisten sind. Wir entziehen ihnen den Nährboden, weil wir den unzufriedenen und frustrierten Bürgern einen anderen Weg aufzeigen, eine andere Alternative, nämlich eine verfassunggebende Versammlung für Europa zu wählen, wo die Bürger selbst Europa eine neue Verfassung geben können und dann in einer Volksabstimmung auch darüber abstimmen können.
Ganz im Gegensatz zu den Diskussionen, die jetzt zum Beispiel Herr Macron führt oder auch Frau Gramp-Karrenbauer, die sich über die Zukunft der EU Gedanken machen und dabei wie selbstverständlich annehmen, dass die Entscheidungen natürlich von den Regierungschefs in geheimen Verhandlungen getroffen werden. Das wollen wir nicht. Und wir sagen auch den etablierten Parteien, wir werden nicht im Machtinteresse kollaborieren mit einer Partei Orbáns oder von Babiš, dem tschechischen Premier, oder einem rumänischen Premier, der europafeindliche Reden schwingt. All diese Parteien sind auf europäischer Ebene vertreten, in der konservativen Fraktion, in der sozialdemokratischen Fraktion, in der liberalen Fraktion. Nur im reinen Machtinteresse werden die da drin gehalten. Das ist nicht akzeptabel. Deswegen lasst uns auch auf die los, die mit einem Weiter-so Europa letzten Endes gefährden. Die etablierten Parteien, die treiben Europa als ein Elitenprojekt immer weiter voran, ohne zuzuhören den Menschen. Und wer das macht, der hat den Brexit überhaupt nicht verstanden und nichts daraus gelernt. Das ist ein Fehler. Und eine Nachricht an die Europaabgeordneten möchte ich auch noch loswerden. Wer sich weigert, Rechenschaft über eine Bürokostenpauschale abzulegen, die Europaabgeordnete jeden Monat bekommen, der verspielt Vertrauen. Wer das Vertrauen der Bürger haben möchte, der muss doch ihnen selbst vertrauen. Und damit komme ich zu unserem dritten Ziel, nämlich der Teilhabe. Teilhabe bedeutet für uns soziale Teilhabe, das heißt ein Recht auf sichere Existenz. Wir kämpfen gegen die Spaltung von Arm und Reich, gegen die schreiende soziale Ungerechtigkeit in Europa, die übrigens in einer neuen Umfrage als das größte Problem Europas im Moment angesehen wird. Wir Piraten setzen uns für kulturelle Teilhabe ein. Das bedeutet freies Wissen und auch ein Recht auf privates File-Sharing, ein faires, modernes Urheber- und Patentrecht anstelle von Regeln, die eigentlich nur dem Profit der Industrie dienen sollen. Und wir wollen politische Teilhabe. Das heißt, Politik muss im Interesse der Bürger gemacht werden und nicht der Konzerne, die ein Heer von Lobbyisten in Brüssel finanzieren, um undurchsichtig da auf die Politik Einfluss zu nehmen, die quasi Politik kaufen wollen, die übrigens auch Ex-Politiker gerne mal einkaufen oder umgekehrt eigene Lobbyisten in die Politik schicken, wo sie zum Beispiel als Special Advisors der EU-Kommission arbeiten. Das darf nicht sein und das darf nicht so weitergehen. Ein besonders krasser Auswuchs dieser Einflussnahme ist, dass Julia Reda erzählt hat, Abgeordneten wurde von dem Chefredakteur ihrer Heimatzeitung, ihres Wahlkreises gesagt, ihr wisst, wie wichtig das Thema Urheberrecht, Leistungsschutzrecht für uns ist. Und wenn ihr da auf unsere Interessen keine Rücksicht nehmt, wissen wir nicht, ob wir über eure nächste Wahlkampfveranstaltung noch berichten können. Das sind Auswüchse von Lobbyismus und Korruption, die wir nicht dulden dürfen. Deswegen werden wir gebraucht. Und deswegen rufe ich auch den Bürgern zu, lasst uns Piraten auf diese Lobbyisten und ihre willigen Vollstrecker wie Axel Voss los. Wir bringen Licht in Einflussnahme, wir decken auch unbequeme Studien auf, wie die Copyright-Studie. Wir kämpfen für Offenlegung und für die Eindämmung des Einflusses von Geld auf die Politik. Wir Piraten sind unbestechlich und nicht käuflich. Und wir sind unbequem. Wir sind der Moskito im Zelt einer EU, die es sich in Brüssel doch mit Lobbyisten gemütlich gemacht hat und die deswegen nicht genug tut gegen soziale Spaltung,
gegen Umweltzerstörung, gegen den Abbau unserer Freiheitsrechte. Wir verstehen, dass das eine Ursache hat, diese falsche Politik, nämlich die Einflussnahme und der zu hohe Einfluss der Wirtschaft. Und wir wollen diese Ursache an der Wurzel packen. Lasst uns Piraten auf sie los. Wir sind für direkte Demokratie auf EU-Ebene. Das könnt ihr in dem Wahlprogramm nachlesen, was wir beschlossen haben. Und ich bin sicher, wenn es Volksabstimmungen gäbe, bräuchten wir über Upload-Filter oder über CETA gar nicht zu reden. Die Stimmen hätten wir sofort zusammen, um das zu stoppen. Wir sind für eine digitale Beteiligung der Bürger. Für regelmäßige Bürgeranhörungen auch durch Abgeordnete, durch die EU-Kommission. Wir wollen, dass die Bürger in Europa das Sagen haben, und all das haben wir in unserem gemeinsamen Programm niedergelegt, wie das funktionieren kann und soll. Freiheit, Würde, Teilhabe, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Wir haben dieses Jahr, 2019, nochmal die Riesenchance, Julias Nachfolger ohne Sperrklausel zu wählen in Brüssel. Und ich bin überzeugt, Europa braucht eine neue Stimme der Privatsphäre, des freien Internets. Und deswegen bitte ich auch um eure Unterstützung in diesem Europawahlkampf. Und ich muss sagen, ich freue mich auch darauf, mit euch zusammen zu kämpfen, von euch eingeladen zu werden und auf diesen Europawahlkampf mit euch zusammen zu führen. Ich höre gerade, das Terrorstofftier möchte mir was zu unserem Wahlkampfmotto sagen. Ah, es wird sich auch künftig die Freiheit nehmen, Vogelfutter zu pflanzen, wo es will. Zweitens, es ist unter seiner Würde, Fanpost zu beantworten. Und drittens fordert es Teilnahme an Wahlkampfveranstaltungen. Das liegt nun ganz in euren Händen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, Patrick, für diese gigantische Rede. Liebe Piraten, wir nehmen auf jeden Fall ein paar Sachen mit.